Und damit einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu Never Fade Away. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier Alt Cunningham rausholen können aus dem Arasaka Tower. Gucken wir uns das mal an. Wir müssen den Mainframe finden. Na los! Toll. Toll. Einheiten verloren! So, kommt alle her. Wow. Lass mir auch noch was übrig. Ja, weg. So, wunderbar. Jetzt hast du dein Köpfchen rausgesteckt. Und du auch. Abgeschlossen. Was jetzt? Moment. Just came aus. Gib mir Deckung. Gib dir Deckung. Ist noch irgendeiner? Nein, es ist keiner mehr. Macht euch bereit. Was? Wo kommt hier was her? Wir werden jetzt erfahren. Bin ich von da oder wie? Tut mir nicht mal leid. Was ist denn hier los, Alter? Backt hier ein bisschen rum? Oh, Scheiße, Alter. Okay, gut. Shit. Kann ich eigentlich irgendwas werfen? Ich kann nichts werfen, Alter. Echt auch nur diese Knarre halt, ne? Köpfe runter! Heißt euch! So, haben wir noch welche? Da hinten noch, ne? Der eine nur noch, oder? Ist nur noch der eine, glaube ich. Ha? So, wo lang? Halt, hier ist irgendwo noch was. Scheiß Cam da rum. Weg damit. So, wo lang? Da lang? Bin in den Mainframe. Kommen wir hier durch? Ja, wir kommen hier durch. Die können echt übel werden. Echt schon schlechte Erfahrungen mit den Dingern gemacht. Oh, hier geht's gar nicht raus. Okay, dann da hinten durch, wa? Geschützturm ist deaktiviert. Ich kann halt auch nicht scannen und ja, ist schon anderes Gefühl hier. Ja, der hat keinen Kopf mehr, also ist halt schwierig, die zu erkennen, ne? Scheiß Mistdinger da oben. Alter. Scheiß Türme. Lass mich mal. Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum die ihn da. 3, 2, 1. Du sahst aber jetzt hier nicht gerade sicher, muss ich sagen. Waffe, habe ich eigentlich noch eine andere Waffe? Nee. Also ich habe sonst Fäuste noch. Ja, okay, gut. Na, alles klar. Wie bist du hier reingekommen? Pass auf!
ist er denn? Ich habe dir mehrere Heller versetzt, den Kumpel. Oh, jetzt muss ich mich aber hier mal ganz kurz zurückziehen. Hier kann man rein. Da oben liegt eine Waffe, sehe ich das richtig? Da oben liegt eine Waffe. Ja, wow. Was sind das da für ein Mistkerl? Der ist ja echt heftig. Kann ich einfach durchlaufen? Mach ich jetzt einfach, ist mir egal. Kann diese Waffe nicht aufheben. Na, ist klar. Kann das Woke? Okay. Was ist dieser fette Drecksack, der immer noch 95% vom Leben hat? Wo ist denn der Typ hin? Ist tot, Konzernratte! Wo ist er denn? Da hinten, ne? Ja, das war's, oder? Lebst du noch? Ja, du lebst noch. Ja, jetzt bist du. Mal gucken, wie wir reinglitschen hier. So. Alles klar, wieder reingeglitscht. Alles klar. Go! So, müssen wir hin? Hier müssen wir rein. Zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stehlen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hörst du mich? Alt. Ist sie. Alt, komm schon, tu das nicht. Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten die Wahrheit. Ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Die Waffe da oben triggert mich. Ich will die aufheben. Raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Wenn sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Wow, scharf auf den Titel Wichslappen des Jahres? Von was zur Hölle laberst du da? Alt, hast du sie immer wie Dreck behandelt? Das gefälligst Alt aus dem Spiel. Verdammte Scheiße, lebst du etwa hinterm Mond? Ich hab den verfickten Arasaka Tower für sie platt gemacht. Und ich frag mich warum. Du hast dir gesagt, dass dir das alles nichts bedeutet. Du hast sie glauben lassen, dass es dir nur ums Ficken geht. Hast du denn nicht gehört, was sie zu mir gesagt hat? Sie musste mir vor ihrem Abgang noch unbedingt ein Ding reinwürgen. Ich versuch nur, es zu schneiden. Du bist los, um sie zu retten, weil dir doch was an ihr lag? Weil du noch eine Rechnung offen hattest? Oder war es nur ein weiterer Vorwand für Arasaka? Tja. Schon mal dran gedacht, dass sie vielleicht recht hatte? Natürlich nicht. Sie wollte mich manipulieren. Dachte, das wäre eher dein Stil.
Was soll das denn bedeuten? Wenn du zurückschaust, mit allem, was du jetzt weißt, keine Einsicht? Nein, aber das hier hat was von einem Déjà-vu. Du bist genauso schlimm wie sie. Kannst nicht kapieren, warum du es nicht einfach gut sein lassen kannst. Weil du eine Wiedervereinigung planst. Du willst Alt um Hilfe bitten. Und Johnny, das ist keine Soloshow. Hättest mir das mit Alt schon früher stecken können. Warum sollte ich? Hatte keinen Schimmer, wie ich sie finden kann. Und du auch nicht. Zu wissen, nach wem wir suchen, hätte alles eine Ecke einfacher gemacht. Wie soll Alt uns helfen können? Ich habe gesehen, wie sie getötet wurde. Sie ist nicht tot. Sie konnte entkommen. Sie ist frei. Also, für mich sah das so aus, als... Sie ist ins Net geflohen. Laber keinen Scheiß. Hab schon zu viele Stories gehört, in denen Runner sich ins Net Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast du selbst gesagt, sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen, um mit Alt zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Einen Moment. Kann diese Rockmucke mal aufhören, die höre ich nur vom rechten Ohr, das nervt gerade ein bisschen. Vor allem ist es eintönig, es ist immer das Gleiche. Jetzt kommt noch das Klopfen dazu. Das nervt gerade ein bisschen, Tatsache. Ich bin zwar, ich höre gerne Rockmusik, aber das ist gerade... In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Dass die so rumzuckt, das ist auch komisch. Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und Alt. Das ist möglich. Alts Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Ja, Emotionen gab's da echt eine Menge. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhand Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Geil. Jenseits der Black Moon. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also,
Du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Sieht wirklich sehr interessant aus, muss ich sagen. Die Wall. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Alter, das ist nicht... Also jetzt kann ich mir vorstellen, ne? Epileptische Anfälle könnten hier durchaus passieren bei dem Zeug. Sprich mit Alt. Achso. Alt? Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Alt. Was war das denn? Okay, das ist schon ein bisschen abgefahren, muss ich sagen. Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Bist für mich durch die Blackwall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engramm-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Was erwartest du von mir? Ich verstehe es nicht. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen. Als du ihren Tod verursacht hast. Wenn du nicht Alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologie. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich.
Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Also rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt. Aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in seinen Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse. Über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Du hast also überlebt. Alter, was ist das? Diese Rockmusik geht mir echt. Wow. Aber es ist im Spiel. Gut, ich habe jetzt hier nicht im Hintergrund irgendwas an. Nein. Ja, aber nicht deinetwegen. Bin mal gespannt, was. Aber nicht deinetwegen. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Tu ich aber. Wir wollten Silverhands Konstrukt. Es war Pech, dass du zufällig involviert wurdest. Also fandet ihr es okay, mich zu verarschen? Macht ihr das immer so? Sollte ich alt erzählen? Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Nein, ist eh nur Zeitverschwendung. Bin bloß froh, dass das erledigt ist. Will nichts mit euch zu tun haben. Dann au ab. Wow, verlasse die Kapelle. Oh, schöner Soundbug, oder? Das ist ein sehr, sehr schöner Soundbug. Okay, wartet mal, Leute. Spiel speichern. Speichern. Okay, ist gespeichert. Ja, es ist nach wie vor da. Okay, gut. Wir sehen uns gleich wieder. Das muss ich loswerden. Das nervt mich übelst. Bis gleich. Oh. Oh, herzlich willkommen zurück. Meine Fresse. Es ist ruhig, es ist ruhig. Ich brauche eine 10 hier. Shit. Also, wir haben hier nichts mehr. Okay. Ich kann wieder looten. Ja, oder auch nicht. Doch, das klaue ich dir. So, ist hier noch irgendwas, was ich hier irgendwie klauen kann? Nicht wirklich eigentlich, ne? Okay, wir verlassen hier die schöne Kapelle. Da konnten wir nichts dran machen. Och, okay. Raus hier. Oh, das ging mir jetzt echt gerade ein bisschen auf den Sack mit dem Sound gerade. So. Mikoshi, Mikoshi, Mikoshi. Ist mehrfach gefallen. Ich kann es gerade nicht zusortieren, Mikoshi. Was war nochmal Mikoshi? Aber das werden wir gleich rausfinden. Das werden wir schon noch rauskriegen. Erstmal raus hier. Ich kann Waffen in die Hand nehmen. Das ist ja interessant. Ich nehme Skippy mal lieber nicht in der Hand. Skippy geht mir manchmal einfach los. Verlasse die Kapelle. Ja, mach ich jetzt auch. Ich will einfach jetzt. Hier will ich jetzt nur noch raus gerade. Hallo Placid. Hm?
Bist sicher ziemlich enttäuscht, ne? Wovon? Dass du mich nicht kalt machen kannst. Nicht meine Entscheidung. Hau rein. Level 6. Was zum Scheiße? Pass auf! Oi, 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 oi. Fuck! Johnny! Noch bist du nicht tot. Ich hab dich. Oha. Johnny. Jetzt wird's wirklich knapp. Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Pista Sofia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit. Ich will dir was zeigen. Warum bin ich ausgerechnet hier? Warte ab. Dann siehst du's. Du warst das. Ich konnte dich nicht einfach liegen lassen. Sie konnte gerade was wählen, aber ich konnte es dann doch nicht wählen. Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Okay, ich glaube dir. Danke. Oh Mann. Hey, das sieht ja hier aus wie ein Hellersdorf. Läuft! Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Ja, hoffe ich auch. Das ist ja eine wunderschöne Einrichtung hier. Ach, da will man eigentlich nicht auf dem Boden liegen. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Was? Ein Versteck? Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen, das würde ich auch gerne tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich da liegst und Zeit vergeudest. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Ich weiß nicht. Antworte. Ich brauche ihn, also müssen wir das jetzt einfach machen. Ja, würde ich. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen.
Ich würde das auch für dich tun. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Hast du eine bessere Idee? Noch nicht, aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt und alle Winde verstreut. Das ist dein letzter Wunsch? Rache? Es ist mehr als das. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Komm, ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Ich muss das überdenken. Okay, danke. Das ist mir echt wichtig, wie. Bring mich einfach zum Afterlife und überlass mir kurz das Steuer. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Lass das Hotel durch das Fenster. Achso, wir sind jetzt hier nur rein wegen dieser komischen... Okay. 40 Meter unter uns. Ist hier irgendwas anderes noch? Hier ist ja ansonsten echt gar nichts weiter. Okay. Puh. Hier können wir es nochmal angucken. Okay. Judy, dann würde ich mal sagen, werden wir mal das Hotel verlassen und dann ins Afterlife uns bewegen. Ich bin gespannt, was jetzt weitergeht. Wir werden das relativ straight ahead jetzt mal verfolgen. Also ich werde jetzt die Hauptstory wahrscheinlich jetzt wirklich straight ahead durchspielen. Nebenstories jetzt mal außen vor lassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und ja, bis dahin. Tschüss.